Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multiplayer-Bande. Wir sind heute bei der 36. Folge und somit den 36. Tag. Und heute ist der 21.10. und wir starten auch gleich los. Ohne groß rumgerede. Hoffentlich geht's auch gleich los. Zack, zack, zack. Weil keine Zeit. Gut, es ist heute mal ein bisschen früher geworden als sonst. Sonst kommen wir mal ein bisschen spät zum Folge machen. Aber wir halten es durch. Also haben wir es jetzt 36 Tage durchgehalten und sieht echt ganz gut aus. Und die Motivation ist schon wieder ein bisschen höher als vor ein paar Wochen. Ja, kann ja mittlerweile sagen, vor ein paar Wochen, weil wir haben schon echt viel aufgenommen. Aber wir konnten unsere 4200 nicht halten und sind unter 4000 gerutscht. Was natürlich nicht so schlimm ist, also. Aber wir müssen mal so gucken, ja. Wir haben es komplett schön durchgehalten, nochmal schön hier. 36 Tage, ich habe euch nicht einen Tag übersehen, oder? Jetzt fängt es mit einem Monat an. Sieht halt nur die letzten 30 Tage. So, okay. Gut, dann geht's auch los. Wir freuen uns auf den Gegner. Und ja, mal sehen, was es ist. Terraner. Ich hasse Terraner. So. Gucken, ob wir den platt machen können. So, good luck, fun. So, wir sperren unseren Reaper aus hier. Ja, vielleicht lieber nicht so. Oder so. Gucken, ob er irgendeine Scheiße baut. Und rüsten unser Zeugs. Und bauen. So, schauen, ob er boxt. Nein. Eure Sonden werden angegriffen. Oh, sonst hat's erwischt. Hat aber noch kein Gas. Wir haben das geschafft. Ich nicht aufgepasst. So, wir bauen unseren Kern. Oh, müssen unbedingt unten den Pylon hinsetzen. Könnte schon zu spät sein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nee, BF. Chronobus nochmal unser Echo. Und dann Chronobus mal ins Dorf. Wut spüren, wie ihr befehlt, vorerst, Heraku. Oh, wo noch mehr Drohnen? Ihr benötigt mehr Vespingas. Und jetzt das da geht. Ich bin das Herz der Finsternis. Ohne Wusst nochmal unser Echo. Ihr habt nicht Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Im Namen der Rache. Wir sind eins in den Schatten. Ihr habt
Wir wissen nicht, was er macht. Das ist ein bisschen blöd gerade. Ah, wir werden gleich mal rüberschauen. Forschung abgeschlossen. Orakel empfangsbereit. Was zum Glück? Ihr benötigt mehr Vespingas. So, Orakel ist draußen. Nasuktai. Die Stränge des Schicksals liegen. Lasst uns beginnen. Ich bin hier in den Schatten. Unsere Schicksale sind vereint. Ich hab gar nichts mit. Die Sterne stehen gut. Ich verstehe. Ihr sucht Führung. Oh. Prismakern online. Wir haben eine dritte jetzt langsam. Ihr müsst zusätzlich. Wir bleiben. Hat auf jeden Fall mein Orakel erwischt, das ist nicht gut. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Und wir sind natürlich Supply Block, das ist ganz schlecht. Ihr müsst zusätzlich Pylonen bauen. Ich bin hier. Also viel Echo hat er noch nicht. Das könnte unser Vorteil sein. Bündelt das Licht Ayurs. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Voids. Und wir brauchen mehr Gas. Mir spinnt immer noch meine Maus rum. Ich muss ja echt mal langsam mal gucken, was das ist. Jetzt kommt auf jeden Fall seine dritte. Banshees. Ihr habt nicht. Ihr benötigt mehr Vespinga. Ich bin hier in den Schatten. Wir werden Rache üben. Phasenkristalle aufgeladen. Wird ausgeführt. Beginne Vernichtung. So, warum ich habe nicht so viel Gas? Und Gates. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was macht denn der da vorne? Ein Ream. Jetzt gebaut. Erschöpft.
Aliens, okay. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also ich weiß nicht, was er da spielt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Aber lässt mich halt ein bisschen auch machen. Prismakern online. So, 5 Void Rays, 5, 3 Kolossen. Hat er das mitgekriegt? Nicht genügend Energie. Erneut. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralforschung. Ein Leben für Ajur. Mineralienfeld. Gnom wird angegriffen. So, wir gucken mal vor. Unsere Gedanken erleuchtet mich. Euer Denken gleicht dem meinen. Ich vernahm euren Ruf. Wollen wir einfach nur mal gucken, was er da hat. Okay, Flieger, ja. Was ist euer Beginn? So, und wir wollen ganz viele. GG! Easy peasy. Der war nicht gut. Und wir sind wieder bei 4000. Endlich mal. Der war echt nicht gut. War dir eins? Was? Okay. Schon länger her, oder? Ja, scheint ein bisschen Pause gehabt zu haben dazwischen. Na gut, wir spielen noch eins. Also das war ein Terraner, der war halt... Weiß ich nicht. Von den Bandys habe ich nicht verstanden. So, wir spielen gegen Zerg. Puh, das wird bestimmt anstrengend. Gegen Zerg, den darf ich nicht so lange machen lassen, dann verliere ich sonst das Spiel. Vorhin, wenn er dann seine Eingegrabenen hat. Wie ich sie hasse. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Wir machen wieder mit normalen Exe. Exe First. Nicht Exe First, sondern Exe. Also Gate Exe. Schönes Standardspiel. Pool First gespielt, oder? Nee, oder nicht? Ist gut, da kann ich es nochmal abbrechen. Verarscht. Eure Sonden werden angegriffen. So, wir gucken mal rein, ob er Kuschen hat. Das ist wichtig zu wissen. Fertig. Okay, Upgrade baut er. Ich müsste eine Dippenfeuer bauen, na ja. Jetzt will ich Gas. Da geht's. Der Linge? Ne, der war drohen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wird aber nicht mehr, denke ich, bauen, als das, was er jetzt gerade gebaut hat, an Lingen. Ich bin hier. Faszinierend. So, was überlegen, was machen wir? Das ist die Frage. Ich habe mir überlegen, Two-Base All-In zu machen. Weil er hat es eh nicht gescoutet. Aber wir gucken, ob er eine dritte hat und mal gucken, was er hat. Wir gucken, was er hat. Roaches! Switch oder denn? Hat jetzt schon genug Roaches? Na, was ist das bauen? All-in zu werden jetzt. Erneut.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sie brechen durch! Das sind nicht viele Roaches. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Voll saturierte Zweiter dann nicht. Ehre den Dalai Lama. Sterbliche noch mit dazu. Und wenn die durch sind, geht's dann los in Produktion. Ihr habt nicht gelügen, Generalien. Die Erstgeborenen. Ihr habt nicht gelügen. Hab ich eigentlich schon meinen Warprism? Nee. Kommt. Und da geht's. Mineralienfeld erschöpft. Gebt uns einen Auftrag. Wir warten auf den Sterblichen und dann geht's weiter. Ehre den Dalai Lama. Najaka Mina. Rücken vor. Wir dienen mit Stolz. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Ihr habt nicht geliebt, Mineralien. Ehre den Dalai Lama. Ihr habt nicht geliebt, Mineralien. Kein Kontakt. Die Templer rücken vor. Die Schlacht wartet.
gilt uns einen Auftrag. Mineralienfeld erschöpft. Vorwärts. Unser Denken. Vorwärts. Ihr habt mich erneut. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Enge. Kommt dann. Schalten draußen. Euer Begehr. Kalt ist die Leere. Eiskalter Zorn. Leeraku. Lasst unsere Feinde umzurechnen. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ach. Erneut diene ich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dai Lam. Wir sind. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Unser Denken gleicht. Lasst unsere Feinde unsere nicht genügend Mineralien. Ehre den Deinen. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. So. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. GG, schade. Nicht mein Tourbase soll, dann kriege ich mir Zeit platt. Hätte ich wahrscheinlich nebenbei exen müssen. Ich war so weit viel höher mit meiner Armee als er. Er kann aber dann auch so nah drücken, ey. Ja, war ressourcentechnisch halt weit über mir. Na gut, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, tschüss, Mutti-Bär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti-Bären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti-Bär. Tschüss, tschüss.